das Ganze mal. So, also herzlich willkommen für alle, die mich noch nicht kennen. Ich glaube nicht, dass es so sehr viele sind, aber der eine oder andere ist vielleicht dabei. Mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich bin ehrenamtliche Repräsentantin für das KW Kapital in Deutschland. Und ich darf euch heute, wie schon so oft, eben erzählen über Skyway, diese innovative Transporttechnologie des Anatoly Junitsky, der im Moment für sehr viel Aufregung sorgt mit seiner Technologie, und zwar weltweit. Was da genau am Geschehen ist, das darf ich euch heute eben erzählen. So, erstmal die ganzen Themenbereiche. Wer ist denn Junitsky überhaupt? Wie sieht es aus mit der Technologie? Ist das Ganze patentiert, zertifiziert und so weiter? Welche Vorteile hat die Technologie? Das werde ich euch heute natürlich erklären, aber ganz besonders auch am Beispiel Nigeria, wo wir eben dieses Interview im Fernsehen gesehen haben, werde ich euch das eine oder andere noch erklären. Die Technologie werde ich euch rüberbringen, damit es einfach irgendwann jeder mal selbst grob erklären kann, denn das ist wichtig zu verstehen, warum Skyway so interessant ist für den gesamten Weltmarkt. Dann die Anwendungsgebiete und Verkehrsmittel, was schon vorhanden ist, Versuchsgelände, werde ich euch was erzählen, Vermarktung, Projekte und Verträge, wo gibt es denn überall schon Gespräche, wie sieht es dazu aus, was ist schon aktuell und natürlich im Moment die aktuellen News. Eben, da gehe ich dann natürlich intensiver drauf ein. Die am Wochenende schon dabei waren jetzt in der Schweiz. Die wissen das meiste schon, so viel Neues gibt es nicht. Aber weil ich natürlich versucht habe, am Samstag ganz aktuell noch alles mit einzubauen, dass die Schweizer so richtig eben auf ihre Kosten kamen. Es ist jemand wieder, der nichts hören kann. Könnt ihr mich hören? Schon, oder? Kurzes Feedback. Okay, dann liegt es nur am Jürgen Göller. So, also hier haben wir den Anatoly Eduardovich Junitsky, wie er seine Rede hält auf dem Ökofest 2018 in Minsk. Er ist Erfinder, Autor zahlreicher technischen Monographien, wissenschaftlicher Arbeiten und so weiter. Ich gehe nicht auf die Details ein. Aber was bei ihm wichtig ist, er ist Mitglied des Bundesverbandes, eben der UdSS Astronautik seit 86. Viel wichtiger, er hat das Ganze natürlich vorbereitet. Die Basis seines Geschehens, seines Aktes, ist ja dieser Bereich Kosmonautik, Astronautik mit Spaceway. Viele kennen vielleicht das Bild, wo er das Buch in der Hand hält. Seit 41 Jahren arbeitet er daran. Und zusätzlich ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften und das spiegelt sich auch immer wieder eben zum Beispiel in seinen Ökohäusern, in seiner Humusproduktion, im Ökopark in Minsk haben wir ja auch diese Pflanzen, diesen Humus, den er dort ja hat. Der hat gezielt Beete und auch Gewächshäuser bei den Schienen eben aufgebaut, damit man eben auch messen kann, schadet das Transportsystem eben den Pflanzen oder nicht. Und ich kann euch sagen, diese gesunden Pflanzen, die hätte ich gerne bei mir zu Hause. Aber es liegt natürlich auch an meinem besonderen grünen Daumen. Das habe ich ja schon das eine oder andere Mal erwähnt. Was Junitsky ist, und das ist er mit Leib und Seele, ist, er ist ein Mensch, der die Menschen liebt. Sein Tun ist von Humanismus geprägt. Und seine gesamten Aufzeichnungen seiner Geschehnisse der letzten Jahre findet man bei http://junitsky.com. Dort kann man alles in Russisch oder in Englisch eben nachlesen, wirklich dokumentiert, viele, viele Jahre zurück, seit er dieses Crowdfinancing eben betreibt. Das nur mal so nebenbei. Und wer des Englischen nicht mächtig ist oder nicht so sicher ist wie ich zum Beispiel, der kann natürlich den Herrn Google zu Hilfe rufen. So, natürlich hat er auch schon zahlreiche Patente für die Technologie, für die Fahrzeuge eingereicht, er hat Markenregistrierung schon betrieben, er hat schon Golden Chariot dreimal bekommen als sage ich mal, das ist der Oscar im Verkehrswesen und viele, viele Auszeichnungen und so weiter. Ich gehe nicht mehr im Detail darauf ein, das kann man gerne nachlesen oder vieles davon auch sehen im Jahresrückblick 2017. So,
Die Zertifizierung selbst ist auch schon durch für den gesamten Ökopark. Warum ist das so wichtig? Die Gebäude, auch all das muss ja auch zertifiziert werden oder abgesegnet werden von den Architekturbüros und so, die einfach diese Zertifizierungen vornehmen dürfen. Dann natürlich auch das Unternehmen ist zertifiziert, die Technologie ist zertifiziert, viele Fahrzeuge, viel insgesamt sind schon zertifiziert. Unilog ist gerade im Prozess. Und jedes Fahrzeug, das neu geschaffen wird, wird natürlich sofort zertifiziert im Ökotechnopark. Hier arbeitet man zusammen mit St. Petersburg, 2016 begonnen, 2017 das erste abgeschlossen, bis eben auch die Fahrzeuge oder wenn neue Strecken dazu kommen, ja. Und der Vorteil von St. Petersburg ist, möchte ich gleich hier nochmal anbringen, weil wir das immer wieder haben, das gilt natürlich für den gesamten russischen Bereich. Wenn wir in andere Bereiche gehen, zum Beispiel Europa oder nach Asien oder nach Emirates, was sonst da so alles ist, muss man in den Ländern das Ganze natürlich zertifizierungsmäßig noch anpassen. Natürlich passt die Basis, aber die Anpassung für deren Gegebenheit muss dann auf Teststrecken natürlich noch nachgewiesen werden. Und das sehen wir dann auch, wenn wir nochmal kurz zu den Emirates kommen, was das bedeutet. So, was ist Skyway? Die Technologie. Wir kennen schon Technologie auf der zweiten Ebene. Magnetschwebebahn, Wuppertalbahn, was weiß ich alles. Aber das ist natürlich kein Vergleich mit dem, was Skyway ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil des Videos gewesen. Da sprechen Sie ja František an. Es gibt doch schon Wuppertal. Wo liegt denn der Unterschied? Und der Unterschied ist natürlich gravierend. Es ist eine ganz neue Technologie, die ich dann noch erkläre beim Technologiebereich, auf der zweiten Ebene. Das ist das Einzige, was sie gemeinsam haben. Man kann das Ganze hier, schreibt man, von 2 bis 100 Metern gehen. In Stadtbereichen spricht man natürlich davon von 6 bis 30 Metern. Das hat auch František in seinem Interview vom Frühstücksfernsehen da erwähnt. Also dort geht man davon aus, dass man auf 6 bis 30 Meter Höhe geht. Man braucht ja nicht höher in Städten gehen, ja. Aber in Gebirgsregionen zum Beispiel kann es auch notwendig sein, dass man auf 100 Meter Höhe gehen muss, um einfach Gebirge auszugleichen. So, also diese spezielle Technologie erkläre ich dann beim Technikbereich. Diese multiple Nutzungsmöglichkeit für Strom und so weiter werde ich dann auch zeigen. Fakt ist eines, es ist sehr ökologisch, was natürlich in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, modern sowieso. Ich dachte am Anfang, ist es Raumschiff Enterprise zurückgekommen. Das erinnert mich an meine Jugend, aber das ist natürlich hier nicht der Fall. Und da geht es eher dann in Spaceway hinein. Und es ist natürlich eine ganz andere Sicherheit. Warum das so ist, werden wir dann bei den Vorteilen sehen. So, Verkehrssicherheit. Klar, wir schließen hier schon mal die Kollisionsgefahr aus mit anderen Fahrzeugen, Menschen, Tieren und so weiter. Weil wir befinden uns auf der zweiten Ebene. Es gibt keinerlei Kreuzungen. Es gibt zwar Weichen, es gibt diese Kurventeile, die in den Türmen eingebaut werden, wenn man die Richtung wechseln will, aber es gibt keine Kreuzungen. Und somit ist die Kollisionsgefahr komplett ausgeschlossen. Sie ist auch noch ausgeschlossen wegen den Abstandsmessungen, die ich dann bei der Technik euch noch erkläre. So, hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge, das ist einfach die Bauweise der Schienenfahrzeuge, gesichert durch das Anti-Entgleissystem, erkläre ich euch dann auch, und durch die Einzelfederung. Und dann hoher Schutz vor Überschwemmungen, na, das ist irgendwie logisch. Vor Stürmen ist vielleicht auf der Höhe nicht so logisch, aber das kommt durch die spezielle Anti-Entgleissystem-Technologie. Und natürlich vor Erdbeben. Hier haben wir bis Erdbebensicherheit Endstufe sogar. Sagt Junitzki, bewiesen ist es natürlich erst, wenn es soweit ist. Aber wir gehen mal davon aus, man kann ja sowas berechnen. Ja? Und der Aufbau der Schiene macht es auch dem Terror sehr schwer. Das erkläre ich dann bei der Schiene. Also hier die Bilder dazu, die sprechen mehr als Worte. Wie viele Verkehrstote weltweit, das ist krass. Man rechnet mit einem Wachstum von über 50% Zunahme. Und die Suizidgefahr, das heißt die Selbstmordgefährde, die Selbstmorde sind hier auch weitgehend schwierig geworden. Nicht ganz ausgeschlossen, aber schwierig, weil hier mal hochzuklettern und runterzuspringen oder sich vor den Zug zu schmeißen, das ist ein bisschen schwierig. So, aber wichtig ist natürlich die Umweltfreundlichkeit. Das ist jetzt auch ein großes Thema in Nigeria, wo Sie eben gesprochen haben. Ich werde euch dann noch ein bisschen die Teile, was damit gemeint ist, auch erläutern.
Aber hier keine staubbildenden, umweltschädlichen Erdaushüber, wie zum Beispiel beim Straßenbau. Wenn man sieht, was beim Straßenbau hier alles passiert, wie lange die Straßen hier gebaut sind, was hier für Erdhübel sein, was hier alles passiert, oh, der Teer und das Ganze, dann kann man einfach verstehen, das ist hier einfach nicht der Fall. Wir bauen hier natürlich auch extrem schnell im Vergleich zum Straßenbau. So, keine Störungen für Tierwanderungen ist auch klar, weil hier die Bahn strahlt nicht im Vergleich zur Magnetbahn. Bei der Magnetbahn könnten die Tiere hier unten nicht überleben, weil das einfach strahlt, das würde sie vergiften. Genauso die Pflanzen. Deshalb auch die Tests eben im Ökopark. Keine Eingriffe im Grundwasserspiegel. Klar, diese Pfeiler hier sind nicht so weltbewegend, dass das ganze Grundwasser hier umverlegt werden müssen. Das ist zum Beispiel in Vietnam ein großes Thema. Da müsste man mit anderen Verkehrsmitteln eben sogar ganze Kanäle und ganze Umwälzungen, die ganze Wasserbereiche umleiten. Ist hier nicht der Fall. Absatz, also Abgas, Haushalts und so weiter, Reifenabrieb auch natürlich. Und niedriger Energiebedarf. Und beim niedrigen Energiebedarf kommt ja noch dazu, was ein ganz, ganz großer Vorteil ist bei der Technologie von Junitzki. Die haben ihr eigenes Energiegewinnungssystem. Ein völlig autonomes Energiegewinnungssystem, das nicht nur Skybel versorgt, sogar auch Rückgewinnung bei Highspeed kommt auch noch dazu, zu den Solarplatten und so weiter, was man ja jetzt schon gesehen hat, das wird ja Token finanziert, sondern durch dieses Fahren eben kann eine Rückgewinnung passieren. Und dieses autonome Energiegewinnungssystem könnte auch zum Beispiel das Umfeld mit versorgen. Nigeria zum Beispiel ist extrem unterversorgt, ja, mit Energie. Da kann das Skyway-System sogar, wenn sie es nutzen, eben auch für die Energiegewinnung mit beitragen. Also unglaublich vorteilhaft für solche dünn besiedelten oder unterversorgten Gebiete. So, komfortabel ist das Ganze natürlich durch die spezielle Schiene, die sehr eben ist, sehr leise ist und so weiter, geringe Fahrgeräusche, kurze Wartezeiten. Wir haben hier keine festen Fahrpläne, sondern ich komme an, aha, das System merkt, die Rosemarie kommt an, die möchte eher die Richtung wechseln, steigt aus, das Fahrzeug kommt angesaust, ich steige ein, vielleicht ist noch jemand, der zusätzlich dabei sein möchte und wir fahren in die andere Richtung. Also ein ganz anderes System, das hier aufgebaut wird. Und das Ganze spielt sich meistens in solchen Türmen oder in solchen Spannplätzen ab, ja, wo die Spannungen dieser Systeme gemacht werden. Das komme ich dann bei der Technik dazu. Ganz ist automatisch gesteuert, also kein Schaffner oder kein Chauffeur, der hier ruckartig fahren kann, weil das Ganze über Blockchain und Computer gesteuert ist. Da komme ich aber auch dann am Ende nochmal kurz zurück auf das Thema. Und wie gesagt, und keine Kreuzungen, deshalb kein Stop and Go, das alles läuft fließend. Was Stop and Go bedeutet, das haben mir jetzt die Schweizer gelehrt. Weil ich habe es ja unbedingt ausprobieren müssen am Freitag, als ich in die Schweiz gefahren bin. Ich hatte einen Termin noch in der Schweiz nachmittags und habe es ausprobiert. Der Termin war um 5 ungefähr zu Ende. Wie es so ist, in Zürich durch die ganze Stadt fahren zu dürfen und im Anschluss auf die Autobahn, wenn man im Berufsverkehr fährt. Und ich kann euch eins sagen, ich habe nur gedacht, oh Gott, werde ich das überleben? Komme ich irgendwann aus der Stadt noch raus? Ich habe mich riesig gefreut, wie ich dann auf der Autobahn war, endlich, und habe festgestellt, Stop and Go bis zum nächsten Ort, also die ganze Autobahn. Machte riesig Spaß, war Gott sei Dank so müde, dass es mir irgendwo auch schon wieder egal war. Aber wie gesagt, wenn ich das jeden Tag mitmachen müsste, sehr spannend. Und ich glaube, die Großstädter wissen, von was ich erzähle, auch bei uns in Deutschland oder Wien oder was sonst noch alles gibt. Aber Zürich ist ein ganz besonderes Gastspiel hierfür. So, also die Vorteile der Technologie liegen natürlich größtenteils, ja, außer den Faktoren, die auch natürlich für die Zukunft für uns sehr wichtig sind, für uns Menschen, aber für die Errichter vor allen Dingen in den Baukosten und in den Betriebskosten. So, warum sind die Baukosten im Verhältnis, wir sehen es hier an den Balken, grün ist das oben das ganz kleine, Magnetbahn ist unten das unterste oder die Einschienenbahn. So, wir reden hier von Milliardenmärkten, das werden wir schon sehen dann. Ein paar Vergleichsbeispiele haben wir ja bei den News drinnen. Aber wenn wir hier nur mit der Eisenbahn, ja, mit den günstigsten Möglichkeiten vergleichen, liegen wir ja nur beim Doppelten. So, ist schon ein Unterschied, ob ich 10 Milliarden oder 20 Milliarden brauche. Ja? Also das mal mit dem in Bezug auf nur. Ja?
Und immer wieder, wenn die Leute sagen, ja, das Unternehmen, wie soll denn das so groß werden? Also wir reden hier halt nicht von Millionen, sondern von einer Milliarden. Ja, ganz wichtig. So. Und warum ist das so günstig im Verhältnis zu allen anderen, was es gibt? Wenig Flächenbedarf. Schaut euch mal diesen Bahnhof an und seht euch, und überlegt mal, was Stuttgart 21 zum Beispiel bedeutet. Oder München, Hamburg, diese Bahnhöfe. Warum? Wir brauchen hier keine großen Bahnhöfe, wir haben keine Menschenansammlungen. Und das ist der große Unterschied. Dann geringe Kosten für Erdarbeiten liegt auch irgendwo nahe. Wesentlich geringerer Bedarf an Stahl und Stahlbeton sehen wir dann bei der Schiene. So, das Ganze ist bei jedem Wetter möglich. Ja, es gibt hier keinerlei Einschränkungen. Der Schnee bleibt da oben nicht liegen. Und wenn es gefriert, dann schiebt, das weiß man durch Tests, schiebt es die Bahn einfach weg. Ja, also das weiß man aus Tests. Niedriger Kraftstoffverbrauch im Verhältnis zu allem anderen. Das werden wir auch noch ein bisschen was bringen. Automatisch gesteuert, also keine Menschen, die bezahlt werden müssen, sondern die sitzen höchstens am Computer und steuern das Ganze über Blockchain. Da habe ich heute ganz neu gehört, diese Blockchain-Steuerung soll ja langfristig gesehen, sollen Satelliten nach oben geschossen werden und diese Nodes, die eben mit der Blockchain da kombiniert werden, sollen ja da über diese Satelliten gesteuert werden. Also schon ganz, ganz spannend, was da in der Zukunft auf uns zukommt, in Kombination natürlich dann später mit Spaceway und so weiter. Ich glaube, wir ahnen noch nicht im Geringsten, was dieses Imperium, das hier entsteht, schön langsam in Zukunft auf der Welt alles verändern wird. Positiv natürlich, ja. Aber wie gesagt, es dauert noch ein paar Jahre, aber ich glaube, das geht schneller, als wir uns das alles vorstellen können. So niedrigster Kraftstoffverbrauch haben wir ja schon angesprochen, Steuerung und natürlich hohe Geschwindigkeiten. Ein Beispiel eben auch in Lagos werde ich euch heute auch noch bringen. All diese Sachen, ja, führen natürlich zu einer hohen Rentabilität. Das heißt, es ist, amortisiert sich viel schneller wie alles andere. Manche Transportsysteme amortisieren sich nie. Hier spricht man in der Regel von einem Durchschnitt zwischen 3 und 5 oder 3 und 7 Jahren bei normalen Strecken. Es kann auch mal 10 Jahre sein, das sind aber dann wirklich schwach befahrene Strecken, wo andere 50 Jahre bräuchten. Zum Beispiel über den Fluss Dnepr in Weißrussland. Das wäre so ein Beispiel. Ja, da spricht man von 10 Jahren und würde man was anderes nützen, bräuchte man 50 Jahre. Also schon ein kleiner Unterschied. Und aus diesem Grund ist es natürlich für viele Großinvestoren interessant, hier sich einzubringen, weil nach dieser Rentabilitäts Phase, diese Amortisationsphase kommt die Rentabilität und das heißt, es fließen Gelder zurück. Und das ist auch für Junitzki ein Grund, dass er, wenn er die Gelder zur Verfügung hat, aus seinen eigenen 80%, dass er möchte sich weitgehend in die Projekte mit einkaufen mit 25 bis 30%. Ist Zielsetzung. Natürlich muss er erst die finanziellen Mittel haben, aber das kommt ja mit den Anzahlungen. Und somit wächst auch der Unternehmenswert entsprechend mit. Ja? Aber das geht natürlich nur bei Projekten, die eben mitfinanzierbar sind, die nicht die Staaten alleine finanzieren. Wie zum Beispiel eine Emirates kann mir vorstellen, die machen alles alleine. So, jetzt schauen wir uns die Technologie an. Das darf ich wieder alle quälen. Ja, das war die Basisschiene. Ja, heute habe ich das Bild dazu. Hier haben wir das Schienengehäuse in der Mitte. Ist dieser sogenannte String. Ja? Das ist das Bündel vorgespannter Drahtseile. Vergleichbar, vorgespannt kennen wir von der Gitarre. Gitarrenseite, wenn sie vorgespannt ist, ist sie extrem belastbar. Und dieses Wissen hat man sich einfach zunutze gemacht, hat die Drahtseile natürlich etwas dicker gemacht, ja? Und die miteinander verbündelt. Und ursprünglich hat man gemeint, aha, man macht hier so ein Befestigungselement herum und das befestigt man in der Schiene. Und die Zwischenräume werden ausgefüllt eben mit einem speziellen Beton. Seine spezielle Körnung enthält eine Substanz, die das Rosten verhindert. Und nicht nur das Rosten, sondern der Beton unterbindet auch die Schwingung, das heißt den Lärm. Ja, weil Stahl wissen wir von der Klangschale, vom Gong, das schwingt ja extrem nach und das wäre sehr laut und das ist ja für uns Menschen nicht gerade wünschenswert, wenn das da oben ist. So, und um diese Schwingung zu unterbinden, braucht man eben diesen speziellen Beton mit dieser Körnung, ja, und die Rostung eben mit der Substanz. So, jetzt ist man schon etwas weitergekommen durch die Realität eben. Jetzt muss ich meinen Pfeil da aktivieren.
So, jetzt hat man die Schiene hier, diese Drahtseile miteinander schon beim Ziehen, ja, beim Spannen zwischen den Gebäuden, nennen wir es mal so, ja, hat man das Ganze schon gedreht beim Spannen und hat herausgebracht, eben durch Tests, dass wenn man das Ganze verdreht, dann die Belastung noch höher ist. Und dann braucht man auch dieses Befestigungsgehäuse nicht mehr. Ja? Man sieht hier in der neuen Schiene sind hier diese Gehäuse nicht mehr. Da sind eben mehrere Strings drinnen und der Raum ist eben durch flüssigen Beton. Erst kommt der String rein, dann kommt der flüssige Beton und das füllt man damit dann auf. Und das ist auch einmal ist es hier, einmal ist es hier und einmal ist es hier. Warum ist das so? Ganz einfach, weil man das genau berechnen kann durch diesen Durchhang, der normalerweise ist. Ja, wenn das immer an der gleichen Stelle ist, fährt das schwere Fahrzeug drauf, dann würde das ja nach unten drücken irgendwo. Also spannt man das so, indem man es einfach mal mittig, mal unten macht, dann entsteht durch deren Berechnung ein ganz leichter Buckel. Und wenn das Fahrzeug drauf fährt, dann drückt es einfach die Schiene nach unten. Braucht ihr euch nicht merken, das ist einfach der Grund. So, okay, dann hat man festgestellt, natürlich, Junitzki ist ja ständig am Weiterentwickeln, er ist ja auch Ingenieur und ein Genie, sage ich immer, er hat dann festgestellt, wenn man diese Stahlseile durch neuere Materialien auswechselt, zum Beispiel Kevlar, Kohlefaserstoffe, Nanomaterialien. Diese Materialien haben gewisse Vorteile. Sie können eine viel höhere Zugbelastung aushalten, nämlich das Fünffache von der Stahlschiene zum Beispiel. Und sie sind leichter. Das heißt, wenn sie jetzt so hängen, kommt ja durchs Gewicht ein gewisser Durchhang. Und wenn sie leichter sind, wird der Durchhang ja auch weniger. Und zwar insgesamt ein Zehntel von dem, statt 100 Meter nur 10 Meter. Also das heißt, ich kann mehr Spannung erreichen, also das Fünffache, und ich habe nur ein Zehntel an Durchhang. Und somit kann ich natürlich zwischen den Spanngebäuden, sage ich jetzt mal, eine Vervielfachung der Distanz erreichen. Und das ist natürlich interessant, ja? Und somit kann ich, wenn ich zwischen zwei Bergen zwei Türme habe zum Beispiel, kann ich viel größere Distanzen erreichen. Das geht jetzt nur bei den flexiblen und den halbflexiblen Schienen. Es wird man nicht verwenden bei der starren Konstruktion, das heißt bei der schweren Fracht oder bei Highspeed, ja, weil einfach da die Sicherheit noch wichtiger ist. Aber das Ganze ist natürlich eben, führt immer zu einer höheren Effizienz, zu geringeren Kosten und so weiter. Hier haben wir eben dieses Beispiel nochmal. In der Schiene, ein Querschnitt von der Schiene, einmal ist es oben das String, einmal ist es unten und da ist es wieder oben und hier mittig ungefähr. Wie gesagt, das kann man dann ausrechnen, wenn das Fahrzeug drauf fährt, weil der String versucht ja durch die Spannung immer sich nach oben zu ziehen. Und dann entsteht eben ein leichter Buckel in der Schiene und durchs Drauffahren drückt es nach unten. Das kann man eben genau berechnen. Also ich nicht, bin ja kein Techniker, aber Junitzki und sein Team. So, dann gibt es eben drei verschiedene Schienensysteme. Das ist hier die flexible Schiene. Man sieht hier, dass vom Ökoparkhaus Unibike oder leichtere Unibusse dran sind. Schwerfracht natürlich nicht. Dann gibt es die ganz große Besonderheit, die jetzt auch in Moskau zum Tragen kommen wird. Das sind zum Beispiel diese schmalen, flexiblen Schienen, ja, die man verwendet zum Beispiel zwischen zwei Hochhäusern oder schwimmenden Inseln oder zwischen zwei Türmen. Man kann das Ganze hier so berechnen, von A nach B, durch die Ausnutzung der Gravitation, das heißt der Erdanziehung, geht es automatisch nach unten, beziehungsweise bremst automatisch nach oben, dass man fast keine Energie benötigt. Fast keine Energie, wir brauchen keine produzieren, niedrigere Kosten, billigere Preise für die Fahrgäste und natürlich auch für interessant für die Errichter, ganz klar. So, und dann haben wir natürlich die starre Konstruktion. Hier, das ist für die schwere Fracht oder eben auch für die Highspeed-Fahrzeuge und natürlich mit der multiplen Nutzigkeit. Erst einmal hier für die Kabel, die man hier integrieren kann, Telefonleitungen, Stromleitungen und was so alles notwendig ist. Und man kann es auch multiple nutzen, indem man unten auch noch andere Fahrzeuge fahren lassen kann. Entweder zweigleisige, dann nur in einer Richtung, oder eingleisig, dann kann man sogar zwei gleichzeitig fahren lassen. Einfach nur genial. Ja, also man sieht schon viele, viele Vorteile. Und das erwähnt übrigens František auch im Frühstücksfernsehen. Er sagt, Skyway hat
viele, im Vergleich jetzt zur Wuppertaler Bahn, viele flexible Nutzungsmöglichkeiten. Und das sehen wir hier ganz krass, hier das Hängebrücke-Modul, eben in dem Ökopark, viele, die beim Ökofest waren, haben es ja schon ausprobieren dürfen, wie sich das anfühlt. Ja, so und ganz neu, diese neue Leichtstrecke, die in weiter entlegenen Gebieten, zum Beispiel in Afrika, in Wüsten oder in Sibirien zu genutzt werden. Da haben wir ja dieses Uniwind auch entwickelt, das ja leider noch nicht gefahren ist beim Ökofest, aber mittlerweile fährt es auch schon. Und da ist es interessant, das sind ganz speziell angefertigte, wie soll ich sagen, aufgerollte Schienen, ja? Und das Spannende für die Österreicher, hier kommt der Stahl eben aus Österreich, ja? Aber diese speziell gerollten Systeme sind natürlich unglaublich schnell verlegt. Das heißt, man muss nur die Pfeiler anbringen und das Ganze wird dann draufgelegt, gespannt und das geht rucki-zucki, ja? Ich weiß jetzt nicht, Afrika wird sicher solche Systeme bekommen. Irgendwann mal im Moment sind wir ja erst in der Erstphase, Gespräche mit Politikern und so weiter. Wir wissen ja, es dauert immer ja, mehrere Termine, bis man weiterkommt, bis es endgültig dann zum Tragen kommt. Aber in den Emirates wird es sicher zum Tragen kommen. Ja? Und dafür gibt es auch ein spezielles Rad für diese Systeme. Es ist einfach ein ganz anders aufgebaute Schiene, eine zusätzliche zu den dreien, die wir schon hatten. Ich gehe jetzt heute nicht mehr ins Detail drauf ein, glaube ich, ist gar nicht wichtig. Fakt ist, dass es natürlich ein Vielfaches weniger kostet als alle anderen Schienen. Ich habe gehört, bei einer halben Million beim Kilometer und so weiter. Aber legt mich bitte hier nicht fest. Wichtig ist einfach, sind sehr einfache Konstruktionen, anwendbar eben für weit entlegene Gebiete und sogenannte Endlösungen. Und es ist natürlich überall dann machbar, wo normalerweise eben andere Systeme vielleicht einfach zu teuer wären. Ja? Und so hat Junitzki für alles eben immer eine Idee. Und ich erlebe das ja schon sehr, sehr lange jetzt. Wenn Junitzki irgendein neues Fahrzeug produziert, ob es Fracht oder sonst was ist, dann gehe ich immer davon aus, dann weiß er auch genau für was. Ja, das heißt, es haben in der Regel schon Vorgespräche für solche Projekte eben stattgefunden und es ist mehr oder weniger nur noch das i-Tüpfelchen auf dem i, dass das Ganze realisiert wird. Nur sie sprechen halt mit uns nicht drüber. Und irgendwann wird es uns dann erzählt. Ja? Und dass wenn nur teilweise Bruchteile sind, dass uns die Länder erwähnen. Und das ist ja auch schon was wert. Aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir uns die Schiene angesehen. Der Vorteil der Technologie ist natürlich das ganz spezielle Motorrad. Ja, dieses spezielle Motorrad ist elektrisch betrieben. Wo ist der Vorteil der Elektrizität? Erstens mal eine viel höhere Ausnutzung der Energie. Ja, haben wir ein Auto zum Beispiel, haben wir eine Energieausnutzung von Benzin ungefähr von 30%. Ja, Pi mal Daumen. Ja, wir können auch großzügig sein, dann haben wir vielleicht ein Drittel. Hier haben wir bei Elektrofahrzeugen haben wir eine Energieeffizienz zwischen 95 und 97 oder mehr Prozent. Das heißt, durch Getriebe oder was sonst da noch alles drinnen ist, geht nichts in den Verlust. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil. So, dazu kommt, diese motorisierten Räder, die bedürfen keine Getriebe. Das heißt, es ist auch kein Gewicht durch Getriebe, das wir hier brauchen in den Fahrzeugen. Ja, wie zum Beispiel beim Auto. So, damit werden die Fahrzeuge schon mal leichter. Man muss diese Fahrzeuge, werde ich euch dann gleich nochmal zeigen, auch gar nicht mit riesen Schutzmaßnahmen, sage ich jetzt mal, mit Puffern wie beim Auto. Ich brauche vorne einen Puffer, wenn ich ihn auffahre, dass ich nicht gleich selbst dran bin. Brauche ich nicht, weil ich greife jetzt mal ganz kurz vor, weil die eben spezielle Abstandsmessungen haben, Nocturnkamera, Strecken-Messgeräte und so weiter, sodass das Fahrzeug vorne merkt, wenn das ausfällt, das hintere merkt, aha, da ist irgendwas nicht, es wird langsamer, muss ich auch bremsen. Das wird automatisch gesteuert, ja, durch diese Systeme. Also, und somit brauche ich auch hier nicht diesen Pufferraum, man sieht schon, hier ist ein ganz banales Fenster, ja, führt natürlich dazu, wenig Gewicht, weniger Energie. So, gehen wir nochmal zurück zu unserem Rad. Kein Getriebe, weniger Gewicht, weniger Energie. Keinen Verlust, weniger Energie. So, dann dazu kommt, wir sehen uns hier mal die Schiene an. Ja, die Schiene ist hier
schön erklärt. Schweiz, jetzt dürft ihr es auch mal genau anschauen. Hier breitflächig aufgelegen. Hier haben wir eine Eisenbahnschiene, hier haben wir nur einen kleinen Punkt, ja, von, was weiß ich, einen Zentimeter oder keine Ahnung, was, wie breit es wirklich ist, wie es auf der Schiene aufliegt. Und wenn man das Ganze jetzt so anschaut, hier an der Seite ist Puffer, hier ist Luft, hier ist Luft, so dass das Rad sich immer ein bisschen bewegen kann. Und durch dieses immer Bewegen kommt es natürlich zu einem ungleichmäßigen Abschleifen. Ja, es kommt zu einem Abschleifen. Warum? Weil wir hier durch diese punktuelle Belastung eine Belastung, eine Druckbelastung haben von 1000 Megapascal. Und ab 500 Megapascal wird jetzt der beste Stahl abgenutzt. So, bei Skyway sieht das anders aus. Hier, man sieht es hier schon ganz deutlich, es liegt sehr breitflächig auf und hier noch deutlicher. Ja, dieses Anti-Entgleisen geschieht hier nicht wie beim Eisenbahnrad durch diesen Schnabel. Ja, hier seht ihr das Eisenbahnrad, einmal links und dann auf der anderen Seite wird das Entgleisen verhindert. Bei Skyway macht das hier dieses Anti-Entgleissystem an der Seite. Das heißt, es rollt eben genauso eben aufliegend dieses Rad mit. Ja, das wie beim oberen Rad eine Breitfläche, Auflagefläche hat und nur eine Druckbelastung von 200 Megapascal hat. Das heißt, weit unter der Grenze von 500 Megapascal, bei der der Verschleiß beginnt. Ja, also 200 und beim anderen 1000, ab 500 beginnt der Verschleiß. Natürlich ein Riesenvorteil. Ja, und dadurch, dass es so eben aufliegt, kein Rollwiderstand, weil das alles mit Lasergeräten glatt geschliffen ist, fast kein Rollwiderstand, hat man natürlich eine hohe Energieeffizienz. Ja, und durch die Nichtabnutzung natürlich eine sehr lange Lebensdauer, man spricht von 50 bis 100 Jahren. Wie es dann tatsächlich ist, lässt sich abwarten, aber wir wissen ja aus der Physik, solche Sachen kann man berechnen. Und somit glaube ich dem Ganzen auch. Selbst wenn es ein bisschen weniger ist, ist es immer noch besser wie bei der Eisenbahn. Viel befahrene Strecken müssen die jährlich abschleifen oder sogar die Schienen erneuern. Also das ist schon natürlich ein gravierender Unterschied. So, dann haben wir noch einen wichtigen Faktor, der hineinspielt bei der Energieeffizienz. Das ist natürlich der Windwiderstand. Das kennen wir ja von den Rallye-Fahrzeugen. Ja? Da wird das genau ausgerechnet, dass hier der Windwiderstand so gering wie möglich ist. Und bei Skyway oder bei den Zügen ist es natürlich durch Tunneltests, hier haben wir das Bild mit Junicki, wie er jung war, bewiesen worden, dass diese Tropfenform die effizienteste ist. Wir kennen die Tropfenform natürlich schon vom Intercity, ja, oder von Schnellzügen. Aber der Schnellzug bewegt sich unten auf dem Boden, ja, und dadurch haben wir hier einen Zwischenraum. Dieser Zwischenraum führt zu Windverwirbelungen. Man nennt das die sogenannten turbulenten Strömungen. Und diese turbulenten Strömungen haben wir oben nicht. So, also fällt es weg. Und dadurch erreichen wir, dass der Windwiderstand nur ein Viertel von dem ist, was unten ist. Ja, unten habe ich einen Windwiderstand von 0,2 und oben von 0,05. Also, das heißt, ich brauche nur ein Viertel an Energie im Vergleich zu unten, wenn man den Windwiderstand überwinden will. Also, und all diese Faktoren zusammen führen natürlich dazu, dass diese Technologie sehr energieeffizient ist. So, genug gequält mit der Technologie. Jetzt geht es weiter. Wie sieht es mit den Anwendungsgebieten aus? Natürlich kann man sagen, im Prinzip überall. Aber Skyway hat einige extreme Vorteile anderen Transportwegen gegenüber. Zum Beispiel Fracht. Ja? Fracht, schauen wir uns Australien an. Australien ist extrem weitläufig oder Wüstengebiete, extrem weitläufig. So, müsste ich da mit LKWs, nehmen wir Wüsten, ja, die Wüstenverwehungen, wir sehen es jetzt in den Emirates, eine ganz große Herausforderung. Kaum ist die Straße frei, gibt es irgendwelche Winde und man kann nicht mehr fahren. Das stört Skyway überhaupt nicht. So, man kann hier auf extrem hohe, weite Distanzen fahren mit schwerer Fracht. Man hat hier eine Beförderungsleistung von bis zu 10.000 Kilometer mit den schweren Frachtfahrzeugen. So, Tragfähigkeit der Schiene bis 100.000 Tonnen. Unglaublich. Und eine Geschwindigkeit von 120 bis sogar 150 Stundenkilometern bei Fracht, bei schwerer Fracht. Ja, bei Hängemodulen, die sind nur gedacht eher für den näheren Bereich, da ist es nicht so effizient, sage ich jetzt. Da spricht man von 40 Stundenkilometer und 5 Tonnen Belastung. Klar, es ist ja Hängen. Aber diese Hängemodule sind natürlich sehr interessant, wenn man
zum Beispiel von der Fabrik oder auch fährt zum Beispiel zu einem Hafen, ja, oder zu einer anderen Strecke, wo man, anderen Zug, wo man Endlösungen erfüllen könnte, ja. Da gibt es spezielle Fahrzeuge, die könnte man zum Beispiel verschiffen. Man könnte sie auf Züge setzen, die man die jetzt schon mit bestehenden Systemen kombinieren und so weiter. So, also das heißt, hier kann man diese Seekontainer, nennen wir sie mal so, könnte man auf Häfen verschiffen und es hat doch einen gravierenden Vorteil, diese Seehäfen von Vinnytsia, ja, die befinden sich ja nicht am Hafen, sondern befinden sich ja im Meer draußen. Das heißt, die können bis 15, 20 Kilometer, je nach der Tiefe eben, können die hinaus, können dadurch natürlich eine extreme Tiefe noch erreichen, dass plötzlich durch solche Seehäfen auch schwere Frachtschiffe Häfen anfahren können, die bisher nicht möglich waren. Also wenn jetzt ein Hafen, der jetzt zum Beispiel schwere Schiffe nicht zum Anfahren geeignet ist, der könnte durch so eine Hafenlösung von Vinnytsia plötzlich schwere Frachter versorgen. Und das könnte natürlich für diverse Städte, die bisher über Umwegen versorgt wurden, die teuer waren, ganz neue wirtschaftliche Wege eröffnen. Also da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken, ja, was das eigentlich bedeutet. Erdölindustrie ist natürlich jetzt auch ein Thema, zum Beispiel in Afrika. Da geht es natürlich auch um Öltransport. Da könnte man zum Beispiel das in Kapseln, wie soll ich sagen, in Kapseln geben. Das sehen wir jetzt hier. Man könnte das nach Anbaugebieten sortieren. Und hier haben wir die Pipeline. Ja, die Pipeline versorgt ja nur die Ölversorgung. Sehr aufwendig, ist natürlich auch wetterabhängig und so weiter. Bei Unitski-Transport kann ich hier in Kapseln das Ganze abfüllen. Ich kann nebenbei Personen- und Frachttransport auf einer Schiene versorgen. Also geniale Nutzungsmöglichkeiten, die bisher in solchen Gebieten wie Sibirien oder Afrika einfach nicht möglich waren. Ja, das sind ganz neue Nutzungsmöglichkeiten, die wir bisher oft gar nicht gesehen haben. So, natürlich gibt es im Personenbeförderungsbereich alle Möglichkeiten. Ganz stark eben Stadtlösungen, man nennt das Smart Cities Konzepte, Stadtlösungen, das heißt von zum Beispiel eine U-Bahn-Station zur anderen, falls überhaupt schon vorhanden. Manche haben es ja noch gar nicht. In manchen Städten, wie jetzt in Lagos oder so, die haben ja noch gar keine Metro. Dann haben wir welche, Indien war zum Beispiel, da hat man damals Lösungen gesucht von der U-Bahn-Station zu anderen Gebieten oder hinaus aus Städten und so weiter. Also das sind diese sogenannten Smart Cities-Konzepte. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Dann gibt es natürlich den Regionalverkehr mit Geschwindigkeiten bis 300 Stundenkilometer und natürlich den Highspeed-Verkehr, der ja auch immer interessanter wird, wo jetzt die Teststrecke ja in den Emirates gebaut wird. Und da haben wir ja das Sechs-Personen-Fahrzeug für das sogenannte Familienfahrzeug, nennen wir es mal so. Wird ja hier große und kleine geben, natürlich im Highspeed-Bereich. Da haben wir ja in Berlin schon dieses Fahrzeug hier in der Mitte bewundern dürfen. Ja? Das sind die Fahrzeuge, die es jetzt schon gibt. Angefangen mit den Unibike 2016 und den 14-Personen-Unibus. Dann kam das kleine Unicont, eben mit 5 Tonnen hat das. Das Uniwind eben für die neuen Leichtlaufstrecken, die aufgerollt werden. Dann gibt es natürlich hier eine verschiedene Stadtfahrzeuge. Da wird es noch vieles, vieles geben. Und auch das hier wurde in Berlin gezeigt und hier das kleine Highspeed Uni Lot. So, das ist jetzt aktuell eben im Zertifizierungsprozess, genauso wie das hier natürlich. Und so wird es mit vielen anderen auch weitergehen. Dann gab es zwei verschiedene Testgelände. Das erste Testgelände war 2001 bis 2009 in der Region Moskau in Ossory. Dort hat man das ganze Testgelände, nachdem Medvedev gesagt hat, jawohl, wir wollen das Ganze bauen, hat man es leider in einer Nacht- und Nebelaktion mit einer Hundertschaft vernichtet. Aber ich habe es einfach hier reingebracht, weil es immer wieder im Internet Spekulationen gibt. Dieser Gouverneur Alexander Lebed, ja, der soll das finanziert haben, das kann ja gar nicht sein, der lebt ja schon lange nicht mehr, das stimmt. Aber er hat bei diesem Testgelände eben mitgewirkt und mitfinanziert und das Ganze mit unterstützt, genauso wie Terin, der ja heute wieder dabei ist. Und der ist ja 2002 eben abgestürzt mit einem Hubschrauber. So, und das jetzige Testgelände,
Nachdem man ja in Litauen da diesen Trouble gemacht hat, wo man Junitski ja gesagt hat, ja, okay, ja, wir werden Staatsfeind, wir wissen mittlerweile alle, da ist der Prozess gewonnen worden und so weiter. Ich erwähne es einfach der Vollständigkeit halber, hat man jetzt dann in Minsk endgültig den Ökotechnopark gebaut und der ist jetzt soweit fertig. Natürlich kann mal immer wieder eine Erweiterung mit neuen Ideen dazukommen, aber dort ist im Moment soweit das Größte, kann man sagen, fertig. Und viele durften das jetzt schon bewundern. Was noch fehlt, ist eben die Highspeed-Strecke und die wird jetzt in den Emirates gebaut, weil man dort ein bisschen rumgezickt hat und wegen Naturschutz und was weiß ich. Dann hat Junitski gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es woanders. Ja? Und deshalb jetzt in den Emirates. So, es gab verschiedene Entwicklungsetappen bei der Technologie, begann eben mit der Entwicklung 1977 mit der Idee von Junitski, 2001 bis 2009 dann das Testgelände, 2014 wurde dann, also Ende 2013, das Crowdfunding gestartet, 2014 eben dann mit der Internetmöglichkeit, dann mit den ersten Geldern wurden die Designs entwickelt, 2015 starteten dann die Bauvorhaben im Juli. Hier oben rechts sehen wir dann das Gebiet hier, die ersten Rodungsarbeiten im Juli, dann im Oktober war die Legung des 0-Kilometer-Steins, 2016 begann dann die Demonstration mit der Messe. Und natürlich mit der Jungfernfahrt des Unibikes und dann die Zertifizierung in Zusammenarbeit mit der St. Petersburg eben, die auch heute noch das Ganze begleitet. 2017 begann dann die Phase der Markteinführung und das Ganze wurde natürlich begleitet mit viel, viel Messen, gestartet mit der InnoTrans hier, 2016, 2017 Messen, 2018 Messen, wichtige Messe die Future. City Show, die ja 2019 wiederkommt jetzt. Singapur eine wichtige Messe, das ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum und natürlich der InnoTrans in Berlin, wo wir ja sehr zahlreich dabei waren. Hier Junitski, es war einfach wieder unglaublich, ihn persönlich sprechen zu dürfen. Er ist einfach so eine unglaubliche Persönlichkeit und ich kann es nur jedem raten, einfach mal ihn persönlich kennenzulernen und sich das Ganze anzusehen. Es waren zahlreiche Gäste da, eben Italien ist ein großes Thema, aus Bahrain, iranische Unternehmen, wo wir noch, es war so spannend, Tag vorher gesagt haben, ein guter Freund von mir, der mit mir täglich telefoniert wegen Skype, das haben der Iran ist sicher kein Thema. Und dann hören wir, dass hier mehrere iranische Unternehmen auf der Messe waren. Also ich sage nie mehr kein Thema, ja. Also dann natürlich Tschechien, Slowakei und das Thema Afrika war eben dort ein großes Thema. So, wichtig sind natürlich, wenn man eine Transporttechnologie realisieren will, dass das Ganze natürlich auch an Universitäten geschult wird. Ja? Und 2006 hat ja die Moskauer Hochschule noch gesagt, das ist nicht realisierbar. Aber wie gesagt, es ist immer wieder Hut ab vor Friedkin, der 2017 im Ökopark war, auf Einladung sich überzeugt hat. Und dann gesagt hat, jawohl, wir haben wirklich einen Fehler gemacht, das Ganze ist realisierbar. Und dann wurde das Abkommen ganz spektakulär im Unibus auf der Moskauer Messe unterschrieben über die Zusammenarbeit und die Ausbildung von Studenten und dass sie dort auch bei Junitski lernen dürfen. So, dann wurde ein weiteres Abkommen in Vietnam gemacht, auch mit einer Universität, dass man dort das Ganze eben testen will, für sich eine Zusammenarbeit mit Junitski eben voranbringen will. Denn Vietnam ist ja ein großes Thema, haben wir schon gehört, werden wir noch mal kurz anschneiden heute. Und natürlich auch in den Vereinigten Emiraten haben wir ja schon gehört, dort wird ja das erste Testgelände integriert in die Stadt, ja, in Zusammenhang mit der Hochschule. Dort sollen also auch auf Englisch Studenten ausgebildet werden, die direkt dann an dieser Teststrecke auch eben ihre Ausbildung absolvieren dürfen. Ja, haben wir ja auch schon, werde ich gleich noch mal ein bisschen erwähnen, wenn ich die Emirate anbringe. So, großes Thema in der Vergangenheit Australien, im Moment alles zurückgestellt, Fokus Emirates. Ja, lassen wir es einfach dabei. Indonesien gab es auch eine Rückstellung. Leider gab es dadurch unschöne Gegebenheiten mit der Matula, die dann dagegen getrollt hat, was ich sehr bedauerlich finde. Aber wie gesagt, ich finde es sogar positiv. Man kann nicht auf 1000 Hochzeiten tanzen. Er hat das genau richtig gemacht. Er baut jetzt aus,
in den Emirates, wo einfach alles passt, wo er alles realisieren kann. Und dann geht es eben in diesen über Vietnam, in den vietnamesischen, indonesischen Bereich wieder hinein. Indien ist auch im Moment alles auf Eis gelegt, weil man muss sich einfach fokussieren. Ja? Und diese, die können, egal was ist, die kommen alle sowieso nicht drumherum. Auch in Russland viele, viele Gespräche. Ich zähle jetzt nicht die einzelnen Orte auf, wo schon gearbeitet wird. Es wird ja in über 200 Projekten, die schon in der Ausarbeitung sind. Ich spreche nicht von welchen, die interessiert sind. Ich spreche von Projekten, die in der Ausarbeitung sind, ja? Und über die man logischerweise nicht spricht. Alles top secret. Dann natürlich Weißrussland-Thema, Türkei-Thema, Italien großes Thema. Südwales, die haben sich selbst beworben, Slowakei, Schweiz haben wir ja dann sowieso das Thema, Lettland, Italien, Sizilien und so weiter. Und ganz großes Thema natürlich Lateinamerika, werden wir heute noch was hören, Vietnam, Afrika, Malaysia. Ich habe sicher da noch einiges vergessen. Ich habe mir immer einfach nur die Mühe gemacht, ein bisschen das zusammenzusuchen. So, die nächste spektakuläre Vertragsunterzeichnung für San Bernardino auf dem Knie von Ignetta Anzane. Also sie gehört ja zur Vorstandschaft von Capital. Wir haben ja gehört, Scale Capital arbeitet jetzt eng zusammen, macht die Vorbereitung für die Projekte, ist der verlängerte Arm jetzt zu Unitsky Skyway Technologie, weil die können einfach nicht alles machen. Er konzentriert sich voll auf die Emirates. Wenn er nicht selbst dabei sein kann, dann machen all diese Besprechungen und so weiter jetzt Kapital. Hier wird extra eine Abteilung gegründet in Zukunft für diese Ausarbeitungen. So, aber San Bernardino, damit ihr wisst, um was es hier überhaupt gehen wird, ich glaube, ich habe es sogar noch drinnen, ja. Ich komme nochmal zurück, aber ich greife schon mal vor. Baubeginn ist eben nächstes Jahr. Wann genau, weiß man noch nicht. Das wird ein tokenbasierendes Projekt sein. Und es ist eine Consulting-Firma, die einfach hier das Ganze angeleiert hat. Und meines Wissens, genau hier haben wir das Projekt Argentinien. Und die sind auch im Gespräch, wenn es dann um Argentinien kommt, komme ich aber jetzt dann nochmal, wenn ich die beiden Sachen nochmal genau untersuche. So, zurück zu Brandherd Nummer 1, das wichtigste Projekt überhaupt in den Vereinigten Arabischen Emirates, Abu Dhabi. So, dort gibt es zwei Grundstücke. Das erste Grundstück im Wert von 750 Millionen, 25 Hektar, ist im Stadtbereich, habe ich eben erwähnt. Dort wird ein ganzes innovatives Zentrum entstehen für Wissenschaft, Schulungszentrum eben für Fachleute von Skyway, Zentrum für Management aller Technologieparks. Das heißt, von dort aus werden in Zukunft die Fäden gezogen und alles gesteuert, Blockchain und so weiter. So, und dann entsteht eben dort ein Institut, das der Universität direkt angeschlossen ist. Dort werden die Studenten ausgebildet für Projektierung, Bau und einfach den Gesamtbetrieb dieses Skyway-Komplexes und dieser Technologie. Die Ausbildung wird dort in Englisch sein. Junitzki hat auf der Messe gesagt in Berlin, das Schwierige ist ja auch, er tut sich schon schwer, diese Technologie auf Russisch weiterzugeben. Das Ganze noch in einer anderen Sprache, das ist eine richtige Herausforderung. Und deshalb ist dieses Entstehungszentrum natürlich sehr, sehr wichtig. So, dort werden natürlich auch ein Produktionszentrum entstehen. Das heißt, dort werden Fahrzeuge hergestellt, ja? Weil der kann ja die Fahrzeuge nicht überall, nicht immer wie zur Messe auf Umwegen, Flugzeuge und so weiter transportieren. Das wäre viel zu teuer. Das heißt, dort wird ein richtiges Produktionszentrum entstehen mit Prüfstand und so weiter. Und insgesamt vier Anlagen für öffentlichen Nahverkehr, Güterverkehr, die super leichte Trasse eben mit dieser neuen Struktur, Trassenstruktur, halb hängend, halb starr und schienengebunden, eben mit den Waldshut aus Österreich. Das Ganze ist schon bezahlt. Es wird dort ein spezielles Very Important People-Modul sein. Das heißt, ein spezielles Hängemodul wird jetzt kreiert, ist schon kurz vor der Fertigstellung, weil es hat natürlich dort ganz andere Anforderungen als in anderen Gebieten. Und was in den Emirates noch eben so interessant ist, die haben extreme Transportanforderungen. Natürlich wird die Bauhöhe auf der normalen Höhe sein, dass es geschützt ist. Aber die haben hier extreme Anforderungen, nämlich 30, 50 oder sogar 70.000 Passagiere pro Stunde. Ja?
wenn man sieht, was die Metro, was die U-Bahn in Moskau in einem Tag hat, dann sieht man es erst, ja, nämlich 25.000 pro Tag. Ja, dann sieht man erst, was das für eine Wahnsinnsanforderung ist, die hier an Junicki gestellt wird. Deshalb braucht man auch spezielle Fahrzeuge, spezielle Unibusse, die verbunden werden eben und natürlich viel schwerer sind und eben 300 bis 500 Personen transportieren. So, dann ergibt es noch eine zweite Trasse. Ja, das ist ein zweites Grundstück, das ist dann gedacht für die Hochgeschwindigkeit, für erst 500 und später 600 Stundenkilometer. Und anschließend soll das Ganze sogar erweitert werden auf Hyper-U, das heißt auf 1250 Stundenkilometer im Vakuumrohr und Halbvakuum, ja, über der Erde, unter der Erde und im Wasser sogar. Also es geht ja hier alles. Und das hat einen Wert von 1,5 Milliarden, ja. Das wird ihm alles dort eben kostenlos zur Verfügung gestellt und eben all die Möglichkeiten, die er braucht. Und das ist der Grund, warum er die Emirates eben gewählt hat. So, wie gesagt, der spezielle Unicorn für den Containertransport, für die Seekontainer, ist bereits in der Fertigung, ist eben schwerer, deshalb braucht man auch spezielle Trassen dort. So, dann gibt es noch weitere, die grüne Technologien für die Verwendung eben wertvoller Bodenfläche, Infrastruktur für die Haltepunkte und so weiter. Erstes Gebäude für die Präsentationen und so weiter wird dort entstehen. Ein speziell angefertigtes Öko-Fertighaus wird jetzt schon begonnen dann mit dem Basis, also was halt den Betonierarbeiten und so weiter. Und im Neujahr soll dieses Öko-Fertighaus fertiggestellt werden. Was will man damit beweisen? Dass man hier in diesen Häusern keine Klimaanlagen braucht. Wir haben eine spezielle Wärmedämmung durch die Erdschicht auf dem Dach und dieses Pflanzenwachstum in feuchter Umgebung sorgt eben dazu, dieses Schwitzen, dass man eben diese Klimaanlagen nicht benötigt. Und was nutzt man dazu? Natürlich seine speziellen vorgespannten Konstruktionen. So, diese Ökohäuser sind ja auch von ganz, ganz großem Interesse weltweit. So viel kann ich euch schon mal verraten. So, und jetzt komme ich zu dem Part. Ich habe alles, was letzte Woche im Workshop war, nochmal dazu genommen, weil viele nicht hineinkamen und das Ganze ja auch nicht aufgezeichnet wird. Ich aber finde, dass es wichtig ist, dass es einfach jeder mal hört. Also, ein ganz großes Thema. Warum ist das so ganz groß? Schaut bitte gezielt auf die Beträge. Ja? Weil das ist für uns interessant, wann wird es Dividenden geben? Ja? Und die Beträge sind entscheidend. Ja, hier haben wir Russland. Ja, kurz in der Projektierung. Übrigens, das Projekt ist in der Ausarbeitung. Kann man gerne nachlesen bei diesem Link hier. Seit 2015. Damals hat man gesagt, man braucht 2 bis 2,5 Jahre ungefähr Vorbereitungszeit. Und dann könnte das zum Tragen kommen. So, und da sind wir jetzt. Genau. Projektierung für drei Strecken, die aus Moskau nach außen führen, auf einen Ring rund um Moskau. Haben wir letztes Jahr schon gehört, Ring um Moskau, 250 Stundenkilometer. Ja, also da habe ich keinen Betrag dazu. Tut mir leid. Aber 250 Stundenkilometer könnt ihr euch schon mal ein bisschen ausrechnen, Pi mal Daumen, was das an Wert sein, wenn wir die nächsten Projekte uns anschauen. So, hier werden auch flexible Strecken errichtet, Durchhänge zum Beispiel zwischen Hochhäusern. Deshalb habe ich gesagt, achtet darauf. Ja, werden wir heute noch hören. So. Dann geht es um eine Strecke von St. Petersburg nach Wladiwostok. Es war damals angeraumt mit irgendwo 9.200 und noch was. Spricht man jetzt von 8.462 Kilometern und von einer Summe von 30 Milliarden US-Dollar. Leute, das ist gar nichts. Ja, also im Transport. Aber hier seht ihr schon, es geht hier um keine kleinen Strecken. Ja, und da war eben dieses erste historische Treffen 2015. Und angestoßen wurde das Ganze von der russischen Regierung und finanziert soll es werden von zu 3/4 von der RBK Bank, der größten russischen Bank. Ja, und das andere Viertel schauen wir mal, wie das ist, ob das über Crowdfinancing oder über andere Investoren ist. Das ist mir im Moment noch nicht bekannt. Diese Info kommt aus dem Webinar von Dr. Maslow vom 25.10. Ja. Ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil das einfach eine wichtige Sache ist, die in nächster Zeit vieles verändern wird. So, zurück nach der Schweiz. Schweiz San Bernardino. Viele sagen, ja, in der Schweiz hört man nichts. Ja, natürlich ist das alles noch top secret. Aber es geht dort um zwei Trassen, zwei Haupttrassen, die sich kreuzen sollen.
Und zwar muss das eingebunden sein in einen Gebäudekomplex aus mehreren Gebäuden. Eins davon habe ich mal gehört, soll vierstöckig sein. Genau weiß ich es aber nicht. Und zwar sollen dort eben Tourismuszentren drinnen sein und Wirtschaftsbereiche, das heißt Konferenzräume und so weiter. Also ich schätze mal vielleicht auch Kaufgelegenheiten und so weiter. Also man sieht hier, das Ganze solle einen touristischen Wert haben und langfristig soll von dort aus ein ganzes Netz von Skyway entstehen in der fernen Zukunft. Ja? Und derzeit laufen hier eben die Vorbereitungen der Dokumente und der Start soll sein eben nächstes Jahr im Frühjahr. So, Tallinn, ein Projekt, wo man jetzt drüber spricht, ja, das ist ein adressiertes Projekt in Tallinn, das sich in der Realisierungsphase aktuell befindet. Das heißt, hier geht es um Abstimmungen, Nacharbeiten, Detaillierung der Details für die Pilottrasse, für den öffentlichen Nahverkehr und Güterverkehr und auch um Hafenlogistik, ja. Weil das ist ja in vielen Orten ein Thema. Tallinn, Estland oder Estonia. So, dann haben wir USA. Hier entsteht, hier sind, laufen gerade die Verhandlungen für die Gründung eines Joint Venture. So, da mich im Workshop einige gefragt haben, was ist denn ein Joint Venture, habe ich das jetzt hier in Klammern mit vermerkt. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss von Unternehmen zum Zweck der gemeinsamen Durchführung von Projekten. Das heißt, dort sind natürlich die Unternehmen, werden ja mit eingebunden in die Projekte. Und in diesem Joint Venture bindet man die Unternehmen mit ein, führt Gespräche, wie wird das gemacht, wie wird das finanziert, welche Aufgaben hat man, man schließt dort Verträge eben mit den regionalen Betreuern. Ja, und auch hier USA, man höre und staune, man hat mal gehört, Wüste von Nevada, man hat mal gehört, aha, in einem Freizeitpark ist er unterwegs. Aber hier geht es um ein adressiertes Projekt in den USA, im Bundesstaat Nevada, eines von 8 vorgeschlagenen Bauobjekten, und zwar von einem Flugterminal zu einem anderen Bauobjekt. Genaueres wird uns wie immer nicht verraten. Aber trotzdem denke ich, ist es für euch interessant, dass ich es euch erzähle, weil den Russen wird es auch erzählt. So, dann geht es weiter. Argentinien, wieder Gründung eines Joint Venture für Projekte in Lateinamerika. Ja, ich habe es ja mal angeschnitten. Ich glaube, ich muss mal nachfragen am nächsten Wochenende, dass es um diese Firma geht, die auch in der Schweiz da ist. Dort ist einfach wie soll ich sagen, eine Consulting-Firma, die einen Kooperationsvertrag mit Skyway machen will, eben die dort vor Ort eben das Ganze managen will. Und man muss natürlich hier die Bedingungen ausarbeiten, dass es für beide finanziell auch von Vorteil ist und was sonst noch alles zusammenhängt. Also, da geht es eben um das erste adressierte Projekt in Argentinien. Was es ist, wird uns wie immer nicht verraten, ja. Aber eben auch um die Ausarbeitung von des Joint Venture. Das würde man nicht ausarbeiten, wenn es nicht interessant wäre, ja. Glaubt es mir einfach so, wenn Skyway uns schon mal was sagt, dann sind sie kurz vorm Unterzeichnen. Vorbereitung derzeit für das Joint Venture Unterzeichnung beim nächsten Treffen geplant. Ja, wir müssen einfach Geduld haben. Und wir wissen ja, Argentinien oder in den ganzen lateinamerikanischen Bereichen geht es um Erze, es geht um Lithium, es geht um Gebirge, die durch andere Transportwege nicht erreichbar sind. Und wenn es nicht erreichbar ist, eben dann kann man es nicht abbauen, aber damit können die ihr Bruttosozialprodukt, haben Sie mal erzählt, verzehnfachen. Ja, dann könnt ihr euch ausrechnen, ist es interessant, ja oder nein? Ich glaube ja. So, sage ich mal ja oder ja. So, dann haben wir ein Projekt zwischen Tiflis und Rustavi. Spannend auch, was ich beobachte, wenn wir irgendwelche Schulungen haben oder irgendwelche Konferenzen, wird es meistens verknüpft mit irgendwelchen Projekten. Also hier, Georgien war die letzte Schulung zwischen Tiflis und Rustavi. Zwei Städte, zwei Bürgermeister, die über das erste adressierte Projekt diskutieren. Jetzt geht es darum, wo soll die Strecke beginnen? Die wollen jetzt auch in den Ökopark fahren und es geht um die Besprechung weiterer Details. Natürlich, Leute, es dauert natürlich schon ein bisschen, ja, bis das alles durch ist. Wir haben ja hier nicht einfach ein Internetportal, das von heute auf morgen und selbst da ist es, braucht seine Zeit, ja.
Aber hier geht es um ganz, ganz andere Dimensionen. So, dann haben wir nochmal Russland, St. Petersburg, auch hier in Planung ein erstes adressiertes Projekt. Hier integriert die Gebietsverwaltung von St. Petersburg und eben das Leningrader Gebiet. Was dort genau ist, wie immer, wird uns nicht verraten. Ja? Trotzdem ist es interessant, dass ihr es einfach wisst. Und wenn es konkretisiert, unterschrieben ist, dann wird es uns sicher auch verraten. So, und dann haben wir wieder irgendwas, wo wir in der nächsten Zeit auf positive Nachrichten warten. Wie immer, wird es uns nicht verraten. So, aber es ist spannend, wenn wir für uns einfach zu hören, aha, Belgien läuft auch irgendwas, ja? Und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, ja? Deshalb bringe ich das auch nochmal heute. So, dann war natürlich, wir wissen, wir arbeiten ja hier Industrie 4.0, das heißt die Kombination aus Technologien mit Projekten, mit Gebäuden und so weiter, das wird alles computergesteuert, wird alles über Blockchain gesteuert und dafür braucht man Profis. Und hier arbeitet man eben mit den Profis zusammen, der Solt aus Frankreich und der IGA Technologie. Das ist ein Unternehmen, das scheinbar mit der Solt Systems zusammenarbeitet, schon seit längerem, aber es ist ein russisches IT-Unternehmen. Das muss extrem gut drauf sein, habe ich gehört. Und die waren jetzt zu Besprechungen eben wieder im Ökopark. Also laufend geht es hier irgendwo weiter. Und so. Und dann kommen wir, jetzt ist total Ruhe. Meine Frage, hat noch jemand Probleme, mich zu hören? Also Karin Eichhorn schreibt mir, sie hört nichts. Hört ihr mich? Okay, also die anderen hören es. Okay, dann liegt es leider nur an dir, liebe Karin, so leid es mir tut. So, ich tippe jetzt bloß mal rein. So. Also, dann kommen wir zu Vietnam. Ja, Vietnam hatten wir schon mal ausführlich. Hier nochmal zusammengefasst. Es war ja hier ein 50 Hektar Grundstück im Gespräch. Da war ein Kloster im Gespräch. Da waren unterschriebene Verträge mit Baufirmen, wahrscheinlich Joint Venture und so weiter. Pilotprojekt im vietnamischen Nationalpark 54 und so weiter. Ja, ich gehe jetzt hier nicht mehr auf die Details, das nur mal, damit ihr seht. So, jetzt kommen wir, wo sind die direkt geplanten Projekte? Die Trasse Nummer 1. Ein kleines Projekt, 9 Kilometer, soll in weniger als 10 Minuten eben überwunden werden, kosten nur 50 Millionen US-Dollar. Ja, geht um die Transporttrasse oberirdisch, um ein Kontrollzentrum, Stationen und um ein Depot, wahrscheinlich für die Fahrzeuge. Ja, also, sieht groß aus, ist aber ein kleines Teil. Ja, gut, spielt ja keine Rolle. Aber wir werden schon größer. So, die größte Trasse ist hier von Hanoi, das heißt der Hauptstadt, von Vietnam bis nach Ho Chi Minh City. Wir sehen es hier, das ist schon ein ja, Wassergebiet. Also wer weiß, was dann noch folgt. Aber im Moment geht es um eine Strecke um 1450 Kilometer in weniger als 3,5 Stunden, also um Highspeed. Ja, bis zu 20 Milliarden US-Dollar für allein für die Trasse. Geplant sind aber noch zwei, drei Zwischenstationen, da kommen die Kosten dann noch dazu. So, damit ihr seht, was Skyway bedeutet, haben wir hier ein Vergleichsbeispiel. Würde man hier eine Strecke von Hanoi nach Ho Chi Minh City mit einem zum Beispiel chinesischen Konkurrenzprojekt bauen, müsste man einen künstlichen Damm machen, weil die können nicht oben drüber. Der künstliche Damm würde dafür sorgen, dass auf der einen Seite Sumpfgebiet ist und auf der anderen wird es austrocknen. So, und von den Kosten her sind wir ein klein bisschen höher. Wir würden liegen bei 500 Milliarden im Vergleich zu 20 Milliarden. So, als Badulin, der vor kurzem dort war und eben vor dem Government, vor dem Parlament gesprochen hat, ihnen das gezeigt hat, standen die ganzen Leute auf und klatschten. Ja, logisch. Ich meine, wenn ich 20 Milliarden zahle statt 500 Milliarden, ist natürlich, das sind Welten. Ja, und er hat sie dort überzeugt und das Thema, sie werden jetzt im Dezember wieder hinreisen,
Dann können wir uns mal überlegen, was wir dort hören. Ja, dann haben wir das nächste Projekt in Vietnam. Wie gesagt, das sind die ersten Projekte. Ja, da geht es um 30 Minuten für 42 Kilometer und um kleine 200 Millionen. Aber was ist euch hier schon mal klar? Ja, wir reden hier nicht von Millionen. Ja, auch wenn es hier mal kleine sind. Es geht fast immer um Milliarden. Ja, und wir haben jetzt aktuell, wenn wir das alles ein bisschen zusammenrechnen, haben wir einen Pulk von ungefähr 66,5 Milliarden. Maslow hat mal eine Berechnung gesagt, bei 100 Milliarden würden 10 Milliarden ungefähr Dividende, 10 Milliarden gewinnen. Das würde ungefähr 1,5 Cent Dividenden sein. Ja, so, da könnt ihr euch selber mal eure Gedanken dazu machen. Werde ich jetzt hier nicht weiter drüber ausführen, höchstens mal wieder im Workshop. So, dann haben wir natürlich jetzt die erste große Konferenz in Nigeria. Ich war damals sehr verwundert, als man mich in die Gruppe mit integriert hat. Fand es natürlich sehr spannend, was dort abgegangen ist, ja. Und jetzt haben wir ja gehört, diese erste Konferenz in Lagos, das ist eine, ich glaube, die Hauptstadt sogar, oder ist eine große Stadt auf alle Fälle in Nigeria. Und dort fand jetzt eine Konferenz mit mehr als 950 Teilnehmern statt, unter anderem der Vizepräsident von Nigeria und der Verkehrsminister und, was Unternehmen anbelangt hat, ziemlich zahlreiche Unternehmer mit Rang und Namen. Ja, und auch diese ganz bekannte Schauspielerin von Nigeria, die dort als Sprecherin aktiv war. So, unterstützt wurde das Ganze hier durch einen Partner in meinem Team, das ist Christian van der Pfeiber, hier natürlich Dr. Maslow und eben František Solar, der natürlich bei solchen Sachen immer sehr stark dabei ist und auch das Interview gegeben hat, eben auch im Frühstücksfernsehen. Ich werde euch den Link nochmal reingeben. Ich habe das Frühstücksfernsehen hochgeladen bei Vimeo. Wenn ihr wollt, gebe ich euch den Link dann noch in die Gruppen rein. Leider geht es so nicht so ohne weiteres Ding. Aber ich gebe es euch gerne rein. Wer Englisch kann, kann sich es dann anhören. Aber wie gesagt, in diesem Frühstücksfernsehen berichtet, fragt man ihn natürlich dazu, was bedeutet das Ganze für Nigeria? Und ich möchte euch natürlich auch ein bisschen sagen, warum Nigeria so interessant ist. Aber bevor ich dazu komme, kurz nochmal, was bedeutet Konferenz hier eben? Der Partner hier, der das Ganze vor Ort, der ist der Regionalbetreuer dort, Samson Aragunda, der hat das alles gemanagt. Nigeria ist natürlich auch sehr kritisch, ja, von der, ja, vom System her, man braucht dort wirklich Security. Und der Dr. Maslow hat hier natürlich seine Bodyguards bei sich, das sieht richtig lustig aus, deswegen habe ich euch das Bild hier eingebaut. Aber es ist kein Spaß, die mussten also vom Flughafen abgeholt werden, zum Hotel mit Security, speziellen Security-Dienst gebracht werden. So, warum habe ich hier geschrieben, das Bild hier mit den 5 Städten und Wahlen im März, April? Natürlich, Nigeria ist jetzt der Start. Ja, Nigeria ist ein Land, das wirtschaftlich hochinteressant ist. Ja, aber und das jetzt auch eine Bevölkerungsexplosion erlebt. Aber die haben nicht das nötige Transportsystem dort. Die haben nicht mal eine Metro. Das heißt, in Lagos bricht alles zusammen. Die sind teils 8 Stunden am Tag nur unterwegs, ja, um von A nach B zu kommen, um vielleicht arbeiten zu können und so weiter. So, warum Wahlen im März, April? Dort ist die ganze Politik in sogenannte Clans aufgeteilt. Und da muss man jetzt erstmal sehen, wer kommt dann bei den Wahlen dran, mit wem muss man sich dann kooperationsmäßig arrangieren. Ja, das ist jetzt ein erster Schritt. Dort hat man jetzt vorgestellt, dort hat man Projekte ihnen gezeigt, was könnte man alles machen, welche Vorteile hätte Skyway für euch. Ja, hier sind Bilder von der Konferenz nochmal. Ich werde gleich nochmal auf die Vorteile eingehen. Von der Konferenz hier. Man hat dort 20 Registrierungstische aufgestellt, nur für Investoren, die hier bei Skyway investieren möchten, weil sie natürlich die Chance für ihr Land sehen. Ja? Und die haben das auch richtig gefeiert. Sie haben so einen sogenannten symbolischen
Spatenstich gemacht. Das heißt nicht, dass sie jetzt das Bauen anfangen. Ja, bitte nicht missverstehen, weil das oftmals so in den Medien dann so rüberkommt. Nein, symbolisch, wir machen jetzt den Startschuss in Nigeria. Wir beginnen mit den Verhandlungen. Für uns ist das ein ganz, ganz großes Thema und es könnte unsere ganzen Probleme lösen. So, wo liegen die Probleme in Nigeria? Erstens, Ölindustrie würde eine Unabhängigkeit schaffen. Zweitens, Kakaobohnen, ja, könnten sie wesentlich günstiger transportieren als bisher. Wesentlich, ja, würde sie von vielen anderen Sachen unabhängig machen. Ja, dann, wie gesagt, haben sie komplett verheerende Transportwege. Also es wurde ihnen vorgeschlagen, muss ich mal schauen, ob das hier kommt halt. Es wurde ihnen, nee, das noch nicht, wurde ihnen vorgeschlagen, eben eine Strecke von, doch, ich habe es drinnen, greife jetzt mal vor, hier kurz noch eine Partnerschulung ist dann auch passiert, das schenke ich mir. Es wurde ihnen vorgeschlagen, auch eine Strecke, ich greife jetzt mal vor, von Lagos nach Abuja. Abuja müsste die Hauptstadt sein. Und hier seht ihr es mal im Bild. Ich habe mir die Mühe gemacht, hier mal ein Bild zu machen. Hier haben wir Nigeria. Ja, das ist ja ein großes Land. Und hier ist Abuja und hier ist Lagos. Das ist ziemlich am Hafen. Ja, und diese Strecke, wenn man über Straße fährt, sind es ungefähr 726 Kilometer. Ihr seht. Aber oben drüber hat mir jetzt der Christian gesagt, sind es knapp 500. Ja, und da spricht man davon, dass man, wenn man hier eine Highspeed-Strecke machen würde, könnte man das in 45 Minuten zurücklegen. Und die sind aber hier für innerhalb von Lagos oft mehrere Stunden unterwegs. Also die haben hier katastrophale Verhältnisse. Ja, das muss man einfach wissen. Und was in Nigeria noch ist, die haben ein spezielles Finanzierungssystem entwickelt. Da hat einer den Nobelpreis bekommen für Microfinancing. Ja, Microfinancing bedeutet, Leute können ab 10 Dollar mit investieren. Ich meine, die Leute haben ja nicht so wie wir, dass sie mal 1000 Dollar investieren können. Ja, aber die haben ein Microfinancing-System entwickelt und so könnten sie solche Projekte finanzieren über den kleinen Mann, der vielleicht nur 10 oder mehr Dollar investieren könnte. Ja. Aber natürlich wird man auch versuchen, hier Gelder mitzubekommen von Regierungen und so weiter. Da wird František Solar dann eben mit den Regierungen Kontakt aufnehmen, versuchen hier was zu erreichen. Und über diese Sachen, ja, spricht er, gehe ich nochmal zurück, über diese Sachen spricht er natürlich auch im Frühstücksfernsehen, eben über die Vorteile, dass man verschiedene Trassen hat, unterschiedliche Bauhöhen hat und dass man auch am Tag aktuell bis zu 10 Kilometer Strecke bauen könnte. Ja? Und was noch ein ganz, ganz wichtiges Thema in Nigeria wäre, dieses autonome Energieversorgungssystem, das SkyWay hat mit diesen Solarplatten, die haben dort ein unglaubliches Problem mit dem Strom, mit Energieversorgung. Und so könnte SkyWay nicht nur Transportweg für die sein, sondern es könnte ihnen auch noch die Möglichkeit geben, dass sie energietechnisch über die Skype-Technologie versorgt würden. So, und jetzt könnt ihr euch selbst ausrechnen, ob für Nigeria das Ganze interessant wird in der Zukunft. Also ich glaube, da gibt es keine großen Diskussionen. Es ist natürlich eine Frage der Zeit, bis man das ausarbeitet, bis man Joint Venture macht und so weiter. Ich sehe hier jedenfalls persönlich für die Zukunft ein unglaubliches Wachstumspotenzial, ein Riesenland in Nigeria und eben mit Versorgungsengpässen für Stromleitungen. Das könnte man alles integrieren, relativ günstige Transportwege. Wenn Sie dieses, die nicht die Möglichkeit haben, über staatliche Gelder, könnten Sie dieses Microfinancing-Projekt mitnutzen, wo natürlich auch externe Investoren mit integriert werden könnten und so weiter. Da könnte man natürlich ein ganzes Finanzierungssystem aufbauen. Und da wurde natürlich darüber gesprochen, nicht im Frühstücksfernsehen, aber natürlich auf der Veranstaltung und in nachfolgenden Gesprächen. Muss ich nochmal kurz zurück.
Okay, das war nur die Partnerschulung. Das denke ich, ist für euch jetzt nicht so wichtig. Dann gab es hier noch in Lagos ein weiteres Interview. Und jetzt nochmal zurück auf diese Karte hier. Warum will ich nochmal zurück? Wir haben hier eben diese erste Trasse, die man sich überlegt hat. Ich habe immer gehört bei diesen Diskussionen eben in Skype, da sprach man natürlich von Nigeria und Lagos und Benin. Benin, dachte ich, das ist dieses Land, aber ich glaube, hier geht es natürlich um Benin, diese Stadt, die hier in Nigeria integriert ist. Aber wir wissen auch, morgen ist eine weitere große Konferenz geplant in der Elfenbeinküste oder Côte d'Ivoire. Ja, Côte d'Ivoire wird hier in Abidjan wird eine weitere Messe sein. Bin gespannt, was es da an Thema gibt. Ja, und das sind die Anfänge in Afrika. Ich erinnere mich, Baburin war auch schon mal in Togo. Das haben wir hier. Mal schauen, was es hier noch alles gibt. Aber wie gesagt, mit diesen speziellen Crowdfinancing-Möglichkeiten, die hier weltweit entstanden sind, ja, die man integrieren könnte, wird sich natürlich hier einiges auch in diesen Ländern verwirklichen lassen. Sie werden wirtschaftlich extrem wachsen und hier ganz andere Möglichkeiten haben, für die Weltwirtschaft daran teilzuhaben und vielleicht dadurch eine gewisse Unabhängigkeit von den Staaten, die sie nur ausbeuten, bekommen, worüber ich persönlich mich sehr freue. So, und hier haben wir schon Abidjan, 17. November, morgen, hier eben Côte d'Ivoire, eben, und hier haben wir Nigeria, ne? Also, und hier wird eben Alexei wieder vor Ort sein und Vladis Volkov und Ineta Azane, also die drei. Sie teilen sich ja immer auf, das ist ja alles nicht so einfach. Dann war eben noch eine Konferenz in Moskau, ich habe es mit eingebaut, weil ich diese Herrschaften hier mittlerweile natürlich persönlich kenne, also hier auch ganz, ganz nette Partner von da ist in Moskau und in Jekaterinburg war noch eine Messe. Und dann haben wir auch vielleicht mitbekommen, es gibt in Belarus eine Zeitschrift, wo die 100 wichtigsten Plätze in Belarus sind und da wurde jetzt der Ökopark auch mit aufgenommen. So, das wäre jetzt von meiner Seite her das Wichtigste, was ich euch erzählt habe. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was rüberbringen. Wie gesagt, das Ganze wird diesmal aufgezeichnet und ich denke mal, spätestens ab Montag findet ihr es dann auch in YouTube. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freuen wir uns auf das, was kommen wird in nächster Zeit. Der Startschuss jetzt für die Token, wo wir dann natürlich wieder speziell drüber sprechen. Und viele, viele Überraschungen werden in den nächsten Zeiten kommen, auch Anfang des Jahres. Seid gespannt, seid jetzt regelmäßig dabei. Ich werde euch immer das Wichtigste rüberbringen. Natürlich keine Spekulationen, sondern nur das, was eben seriös erzählt wird. Und seid nicht böse, wenn wir nicht die genauen Standorte oder Projekte sagen. Das ist nur aus Schutzgründen und das ist gerade jetzt sehr,